Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic Teil 6. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind in Burg Darkmoor und ich glaube, wir müssen hier lang gehen. Allerdings haben wir hier einen kleinen Bug, werde ich jedenfalls gesagt, dass das ein Bug ist. Weil, ja, da sollte man wahrscheinlich einfach durchgehen können. Kann man aber nicht. Ja, das wird irgendwie, da ist irgendwie eine Wand dazwischen. Na gut. Dann müssen wir halt den anderen Weg gehen, den ich ja schon mal gegangen bin. Bin ich hier richtig? Ich glaube ja. Hier lang? Ja, genau. Hier lang war's. Und hier rüber. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Okay. Da kommen wir nicht durch. Auf der anderen Seite wahrscheinlich dann genau dasselbe, richtig? Ah, Mist. Na gut. Dann müssen wir wohl andersrum gehen. Durchgehen. Also, wo war's? Hier durch, hier lang. Ach, wisst ihr was? Wir holen uns noch neues Mana. Bei so vielen Gegnern, wie da sind. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? Leb wohl und viel Erfolg. Holen wir neues Mana. Machen noch Tag den Götter rein. Du nochmal. Ah ne, du teleportierst erstmal. Leuchtfeuer zurück hierher. So, ich glaube, das ist besser. Und jetzt machen wir nochmal den Tag des Schutzes rein. Ich hoffe mal, dass das funktionieren wird. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich denke, wir können auf jeden Fall runterspringen. Aber wie lange die Buffs halten, wissen wir nicht. Und wie gut das Ganze dann da funktionieren wird, das werden wir auch gleich sehen. Ich gehe lieber wieder auf Ding hier. So, speichern wir mal. Sprung und... Und schon ist das Zeug weg. Oh, von denen wieder welche. Okay, dann machen wir... Die so und die anderen dürfen hier draufhauen. So, einer weniger. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich habe ganz vergessen, wie viel das hier sind. Das merkt man auch gerade. Ja, hahaha. Da frage ich mich. Ob wir nicht. Eher versuchen durchzurennen, aber das ist dann auch wieder schwierig, glaube ich. Okay. Das sind schon mal zwei weniger. Auch wieder Großlichs. Lichtlord. Und normaler Licht, okay. Dann sollten, glaube ich, die hier als erstes gemacht werden. Halt, du bist erst dran. Ach du Schande. Das sieht aber gar nicht gut aus gerade. Sind die feuerempfindlich? Autsch. So war das eigentlich jetzt nicht gedacht. Ach Gott. Das können wir vergessen. Du Scheiße. Ah. Sind es alles Großlichts? Lichtlords? Großlicht, Lichtlords? Ach, du Schande. Ich glaube, das wird gerade ein bisschen heftig werden.
Vor allem, die sind so heftig, so viel und so schnell dann dran, dass wir gar nicht groß hinterherkommen. Ohne auf einmal, ja gerade, wieder zu sterben hier. Ihr seht ja, es kommt von überall her auf einmal, zack, 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 und dann sind wir schon fast wieder tot. Das ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Meiner Meinung jedenfalls. Wir könnten natürlich mal schauen, ob wir einfach runterspringen. Da ist wieder so ein Schild. Und hier war doch was. Ja, genau, hier war noch was. Was genau ist das? Speicherkristall Delta, das ist es. Und dann müssen wir... falsche Taste. Wahrscheinlich das Schild lesen. Das Feuer der Toten soll ewig brennen. Ja, es ist wieder rot geworden. Und wir sind irgendwo anders. Ach, da sind wir jetzt. Okay. Was haben wir denn da jetzt alles? Aha. Beidhändige Axt. Ah, das Buch der Liche ist vernichtet worden. Sehr gut. Ich hab's. Haufenweise Geld. Handschuhe, Stiefel, ja, das ist alles irgendwie nicht so der Bringer. Aber gut, nehmen wir trotzdem ganz gerne. Nochmal Geld. Was ist das jetzt hier? Von den Toten stehlen? Ja, nein. Okay, da muss man sogar richtig eingeben. Ob das irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Guck mal. Ich glaube, das hat tatsächlich Auswirkungen. Ja, wenn wir von den Toten stehlen, geht unser Ruf auf jeden Fall runter. Und so tolle Sachen gab es da jetzt auch nicht. Alles klar. Dann lassen wir das einfach mal. Dann haben wir... die Sphäre und das Buch haben wir auch vernichtet. Sehr gut. Dann können wir mal... wo geht's denn hier hin? Wenn wir da anklicken. Ah, da sind wir wieder. Perfekt. Dann können wir einfach rausgehen. Ich hätte nämlich gesagt, die ganzen Liche... ich meine, es gibt unzählig viele von diesen... XPs. Denke ich mir mal. Aber ganz ehrlich, ich habe ja gesehen, wir sind kaum dran. Dann kommen alle Gegner und dann sind wir schon fast wieder tot. Buffen können wir nicht, weil der auch sofort wieder weg ist. Nee. Ich glaube, das will ich tatsächlich lassen. Lasst uns einfach mal die Beuge entfliehen. Muss man hier runter? Ich glaube, ja. Das haben wir ja schon. Ja, genau. Dann glaube ich hier lang. Hier rein. Hier rein. Dann gehen wir nämlich noch der eine Quest gleich ab. Nee, also, ganz ehrlich, die vielen Lichs, die will ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich glaube, das hier ist mal noch... das hier ist mal wahrscheinlich noch ein oder zwei Runden Folgen, meine ich, dran und werden das nicht hinkriegen. Ach du heilige Scheiße. Okay, lasst uns mal hier runterspringen. Dank Federflug geht es ja ohne Probleme. Sind das viele. Aber zum Glück macht uns das Altern ja jetzt nichts mehr aus, da wir ja einen Brunnen haben. Und wahrscheinlich müssten wir demnächst dann nochmal schlafen gehen.
So. Aber ich glaube, so langsam haben wir ja auch ein bisschen ausgedünnt wieder, dass wir hier... Ich glaube, der war oben, wenn ich mich recht erinnere. Wo ging's denn nach oben? Okay, ich finde den Weg nach oben nicht mehr. Komisch immer, wenn ich's... Ach, hier ist er. Und ich glaube, hier drüben war es das Haus, richtig? Oh, hallo. Ja, genau. Unglaublich! Ich hätte nicht erwartet, dass du das schaffst. Und jetzt, da das Buch der Liche Vergangenheit ist, werden auch die Totenbeschwörer-Gilden nach und nach verschwinden. Und das alles verdanken wir dir. Ja, nimm dies als Belohnung und akzeptiere auch meine Dankbarkeit. Sehr schön. So, jetzt wollte ich noch was anderes mal probieren. Einen Zauber bei dir, und zwar Goldfinger. Und wenn wir den jetzt auf zum Beispiel sowas nehmen. Aha. Ja, aber das bringt nicht wirklich was. Das dauert so lange, bis wir das gemacht haben. Da sind wir schneller mit, dir fertig. Hier war doch irgendwo auch noch ein Inn, oder? Hallo, wie geht's? Willkommen. Genau. Lass uns meine Zimmer mieten. Und eine Runde schlafen. Dann. Genau, können wir zum Dings gehen. Alles noch gut? Alles gut. Oh, wo wollen wir hingehen? Stadtportal, Blackshire. Und hier trainieren gehen. Mal sehen, wie viele Levels wir jetzt dadurch gekriegt haben. Wie wäre es mit einer Level? Okay. Eins, zwei. Oh, zwei Level. Okay. Drei Level sogar. Okay. Nichts da. Okay. Okay. Das heißt, zwei haben sogar mehr Level. Mittlerweile. Ordentlich. So, was machen wir mit dir? Feuer und Schatten. Körper weiter. Körper weiter. Und hier Axt weiter. Das heißt, hier sind wir auch schon auf 54 bis 67. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, den Wahnsinn müssen wir auch noch wegmachen. Es ist immer noch Oktober. Das passt alles. Es ist immer noch Oktober, das heißt kein neuer Schrein für uns. Schau mal noch ganz kurz, ob wir da irgendwie was gefunden haben. Die da wollen wir mal später anschauen. Oh. Ausdauer 6, Stärke 10. Stärke 14 könnte interessant sein. Oh. Ah. Ja, nicht so wirklich viele interessante Sachen, aber viele Bücher. Aha. Der hier kann weg. Oh. Stärke 24 ist interessant. Der kann weg. Intellekt 17 ist interessant. Feuerresistenz könnte interessant sein. Stärke 14 könnte auch noch interessant sein. Aha. Der kann weg. Die Dinger sind auch noch interessant. Das müssen wir uns auch noch mal genauer anschauen. Ah. Das ran weg. Armageddon, Armageddon, Armageddon. Haben wir alles schon. Die können alle verkauft werden. Und eigentlich sollte ich das vielleicht ein anderes Mal machen. Wie geht's? Bis auf die, wo ich jetzt schon hab. Bis demnächst. Das war ein bisschen wenigstens. Bis bald.
ein ganz kleines bisschen mehr Inventar wieder haben. Was kann ich dir so. Ja, doch. Die können auch alle verkauft werden. Das kann verkauft werden. So. Perfekt. Okay. Und dann, warum ich eigentlich hierher gehen wollte, war noch dieser Tempel. Jawohl, und viel Erfolg. So. Und ich würde sagen, Dungeon haben wir gemacht. Das war ein ziemlich großes. Die zwei anderen Dungeon lassen wir jetzt mal. Den Hammer, den hast du. Genau, den hast du. Ach, den müssen wir auch noch verkaufen. Um die Zeit kümmere ich mich mal anders mal. Dann gehen wir doch nochmal erkunden, oder? Ja, genau, das machen wir. Wir gehen Leuchtfeuer zurück nach Drachensand und dann erkunden wir vielleicht die Gegend hier oben und schauen wir mal, wie gut das hier alles funktionieren wird. Oh. Alter? Alter 22. Niemand hat, niemand ist künstlich veraltert worden. Veraltert? Magisch veraltert? Ach, wie auch immer. So. Jetzt wollen wir doch einfach mal uns um die hier kümmern. Die Pyramide, das könnte auch sein, dass das später nochmal wichtig sein wird. Wissen wir ja eigentlich. Oder es ist natürlich nur ein Dings Dungeon. Ein optionaler Dungeon. Ja, das weiß man gerade ziemlich schlecht. Das kann man schlecht sagen, was da Sache ist. Auf jeden Fall wird er von goldenen Drachen beschützt. Und goldene Drachen sind heftig. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind da hinten in den Eidenfleck, wo wir noch nicht gewesen sind, Repariert. Da waren, glaube ich, keine repariert. Goldene dabei. Das waren hauptsächlich repariert. Rote und blaue. Okay, den haben wir gleich. Sehr gut. Ja, da versucht er schon wieder abzuhauen. Und versteckt sich hinter Kakteen. So. Und dann lasst uns mal den Roten hier erledigen. Die sind ja auch einfacher zu machen. Geteiltes Leben. Ja, also diese Drachen hier und die Dingsdrachen, die sind heftig. Wobei die Drohnen noch nicht mal so heftig sind. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir danach da hinten gehen sollen. Aber eigentlich würde ich es schon ganz gerne. So treffen wir nicht. Und der ist einfach immer zu weit weg hier. Andererseits, wir könnten... wir müssen auch wieder... Wir könnten aber auch einfach... nach hinterher fliegen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. So, aber wir müssen jetzt, glaube ich, Dings sparen. Mana sparen, um hier später nochmal wieder herzukommen. Um uns wieder zurück zu teleportieren, wenn ihr versteht, was ich meine. So, erstmal kurz ein bisschen durchgeheilt.
Kurz mal repariert. 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 Damit da alles repariert. Auch klappt. Repariert. So. Und wieder drauf. Ah, den Hammer gleich. Also mit einfach draufhauen geht es eigentlich auch ganz gut. Ach, ich würde eigentlich auch Armageddon verwenden. Fällt mir da gerade ein. Okay, das machen wir dann jetzt. Demnächst. Lasst uns erstmal ganz kurz um die Pyramide rumgehen. Hoppala. Wo ist denn da auch der Eingang? Ah, da geht's schon los, okay. Hier ist der Eingang. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Diese Pyramide besteht aus einem seltsamen, verwerteten Metall. Sie scheint teilweise vom Sand begraben zu sein. Grab von Pharan. Ja, Grab von Pharan, das sagt uns ja was, Pharan. Aus den anderen Might and Magic Spielen. So. Leb wohl und viel Erfolg. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt zurückgehen. Und dann da mal Armageddon sprechen, wie viel das bringt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. So, auf jeden Fall, wir haben einen neuen Dungeon entdeckt. Wie gesagt, könnte optional sein, könnte aber auch sein, dass der, weil von Fahren, das hört sich eigentlich so an, als ob das auf jeden Fall von der, zu der Geschichte gehört. Moment, erstmal muss ich noch was schauen. 1500. Dann bin ich mal gespannt, ob wir da auch irgendwelche Probleme haben. Okay. Nein. Und hier? Ach, gar nichts abgekriegt. Kaum was abgekriegt. Gar nichts abgekriegt. Und das... Okay. Ja, da ist noch einer, wo... Also so toll ist es jetzt nicht gewesen. Könnte sein, dass ich einige vielleicht... Ach, da sind doch goldene dabei. Scheiße. Schwierige Frage. Einmal können wir noch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Guck mal an, wie viel das sind. Und wir haben gerade mal einen jetzt geschafft hier. Und guckt euch das mal an. Ach, du heilige Scheiße. Aber das sind Truhen. Ob wir einfach mal dahin rennen. Die richtige Charakter vielleicht ausgewählt haben. Okay. Andererseits kommen wir da wirklich schlecht hin, aber ich würde eigentlich ganz gerne dahin mal kommen. Ah, wisst ihr was? Wir probieren das anders. Das will ich noch kurz ausprobieren. Wir rennen jetzt einfach mal durch. Genauso wie wir es beim Ding gemacht haben. Leb wohl und viel Erfolg. Dann können wir ja jedes Mal anderes Mal immer noch wieder hierher kommen, um das zu machen. Aber ich würde sagen, wir rennen da tatsächlich durch. Schade, dass es da nicht sowas wie Unsichtbarkeit gibt oder sowas. Das wäre noch richtig klasse. Dann können wir das je nachdem noch aufdecken, schauen, was wir noch so alles finden.
Die Gebäude da würden mich zum Beispiel auf jeden Fall interessieren. Schrein der Götter. Pergament auf 20. Wow. Klasse. Allein deswegen hat es sich doch schon gelohnt, meiner Meinung nach. Allein deswegen hat es sich doch wirklich schon gelohnt. Repariert, 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 repariert. Aber ich würde tatsächlich ganz gerne... Repariert. Repariert, repariert, repariert. Die Gegend hier noch fertig anschauen, damit wir sie fertig haben. Repariert. Und wissen, was hier noch alles ist. Repariert, repariert. Ein Obelisk sollte ja auch noch zu finden sein. So. Speichern wir mal. Einfach mal durchrennen hier. Vielleicht auch fliegen. Das könnte auch noch hier was bringen. Was bringt, damit wir nicht wieder zurückgehen müssen. Da ist noch der letzte Obelisk. Die Oberfläche des Obelisken fühlt sich lauwarm an. Sehr schön. Boah, sind das viele. Sind das viele. Also haben wir jetzt auch die Gegend ganz gut ausgekundschaftet. Fehlt nicht mehr so viel. Nein, danke. Haben wir sonst noch... wir haben noch diese Dinger. Irgendwo müssten wir auf jeden Fall noch die Kisten haben. Was haben wir denn da Schönes drin? Intellekt 18, das hört sich interessant an. Ah, müssen wir auch mal schauen. Ah. Mist. Ich sollte da, glaube ich, die doppelte Geschwindigkeit eher rausmachen. So. Dann gehen wir mal hierher. Stoppen mal. Machen das hier. Ich hoffe, in der anderen Kiste ist auch noch irgendwas ziemlich Cooles drin. Ich hoffe ja immer noch auf Kronos. Ich hab's. Aha. Nee, aber eine Siegesaxt. Ja, das ist die beste Axt, die es gibt. Die können wir jetzt noch schön verzaubern. Oh. Resistent gegen Stein, okay. Oh. Ausdauer 17. Oh. 10 auf alle 7 Attribute. Ja, das sind, da waren schöne Sachen dabei. Nochmal schöne Stiefel. So. Wie sieht's aus? Da haben wir noch was. Mhm. Das ist dann direkt überhalb von dem Ding hier. So, lass mal uns vorbei. So. Und weg mit uns. Echt zart. So, heilen. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? So, ich finde, da ein bisschen wieder überzogen von der... sogar relativ lang, 30 Minuten nehme ich schon auf, Mist. Ja, alle Obelisken haben wir. Den Dingshammer, den Drachensandhammer fertig. Bis halt auf die ganzen Drachen, da sind wir einfach vorbeigerannt. Dann fehlt jetzt als nächstes der Einsiedlerinsel noch. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir noch die zwei anderen Quests, anderen Dungeons, die wir haben. Agias Laboratorium und Höhlen der Drachenreiter. Und dann machen wir danach machen wir die Einsiedlerinsel noch fertig. Und dann können wir bei der Einsiedlerinsel den Alpha-Kristall holen. Und die Volk Alamas und Kriegsbeier noch machen. Also, dass wir das so weitermachen. Finde ich auf jeden Fall eine tolle Idee. Und das machen wir beim nächsten Mal, dass wir da angehen. Noch eine Sache will ich noch nachschauen, schnell. Ah ja.
Ja, ja, bei euch langt es jetzt halt mittlerweile. Das muss ganz wenig gewesen sein, was vorher noch gefehlt hat, auf den, dass sie nur 72 sind und nicht 73. Oder 71, nicht 72. Egal. Dann macht's mal gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.